Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und ja, wir alle lieben Japan. Hoffe ich mal zumindest. Und Japan ist ein Land mit ganz vielen touristischen Attraktionen und es gibt auch etwas, was ich gerne hier vorstellen möchte. Nämlich Daiso. Daiso ist eine ganz große 100-Yen-Shop-Kette, die in ganz vielen Städten von Japan vertreten ist. Was sie kann, was sie hat, was das Besondere an Daiso ist, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Das ist der 100-Yen-Shop Daiso, quasi ein Supermarkt, der so ziemlich alles hat und 99% der Produkte kosten 100 Yen, also umgerechnet weniger als 80 Cent netto. Dazu kommen noch 10% Steuern. Bevor ich viel rede, zeige ich euch einfach mal, wie es im Laden ausschaut und was man da so kaufen kann. Hier beispielsweise Handwerkszeugs wie Sicherheitshandschuhe, Gartenarbeitsequipments, sehr gut für Hobbygärtner und auch so viele Übertöpfe, Maskensets, 30 Masken für 100 Yen, Taschentücher oder auch Wärmepflaster, 5-6 Stück für 100 Yen, Täschchen, um etwas Ordnung für eigene Taschen zu sorgen. Sowas ist sehr hilfreich, weil ohne würde meine Tasche richtig katastrophal aussehen. Teleskopstangen und Platten, um daraus Ablagefläche zu bauen. Ist aber nicht so stark und robust, dass man da Klimmzug machen kann. Vorsicht! Unterschiedliche Pantoffeln, die etwas hübschere, dickeren, kosten teilweise 200 bis 300 Yen, also maximal 2,4 Euro. Skandalös! Auch für Bastler und Strickfans gibt es alles, was man braucht. Auch Standardelektronik ist vorhanden, wie Steckdosenleiste, Kabelbinder, Kabelorganizer und vieles mehr. Diese Kabelröhre liebe ich echt. So 2 Meter für 100 Yen ist einfach unschlagbar. Sämtliche Batterien, USB-Kabel, Konverter, Handyringe und Schutzfolien, Druckerpatronen. Man fragt sich, warum diese Produkte so günstig sind. Der Einkaufspreis mancher Produkte sind allerdings weit über 100 Yen, also Daiso macht Verlust. Aber der Laden geht einfach davon aus, dass die Kunden auch sicher weitere Produkte kaufen, um den Verlust abzufangen. Denn bei einigen Produkten ist der Einkaufspreis für Daiso deutlich unter 100 Yen, wie zum Beispiel bei den Getränken. Steckregale zum Selbstzusammenstellen. Mega nice, hatte ich auch mal gehabt. Natürlich auch sämtlich Geschirre von westlich bis japanisch. Auch hier gibt es einige größere Produkte oder aufwendigere Töpfe zum Beispiel, die würden dann 200 Yen oder 300 Yen kosten. Sehr viele Stäbchen, weil Japan. Manche auch spülmaschinenfest. Love it. Es gibt auch so viele Stäbchen, also nicht wegen des Designs, sondern auch wegen der Handgröße. Manche Leute kommen besser mit längeren Stäbchen zurecht als mit kürzeren. Und wollt ihr wissen, wie man mit Stäbchen umgeht? Das findet ihr in der Infobox. 3 Millionen Tupper, Frischhaltedosen. Kuchen, Kekse, Schoko, Eisformen. Eigentlich gibt es hier alles, was man zum Backen braucht. Selbst Mehl. Kochgeschirr, auch eine Pfanne, um perfektes Tamagoyaki zu machen. Die Pfanne ist super. Reislöffel und auch lange Kochstäbchen. Dazu noch Makisushi oder Onigiri Maker. Selbstverständlich glänzt Daiso auch mit der Vielfalt an Büromaterialien. Schere zu unterschiedlichsten Zwecken, verschiedene Größe, Stifte, Post-its, gut radierende Radiergummis, Marker in unterschiedlichster Farbe, Kleber, Tusche, Schablonen, Knete zum Basteln und Pinsel und Tusche für Kalligrafen. Auch viel zum Aufbewahren wie Vakuumbeutel oder Schubladentrenner.
dazu Boxen in 12 verschiedensten Ausführungen. Für Aufbewahrung von Kleinteilen, Schmuckstücke, Pinsel, Stifte, was auch immer. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Ach ja, und sollte es mal regnen, gibt es auch durchsichtige Vinylregenschirme. 100 Yen für einen Regenschirm. Crazy. Kommen die Regenwolken und es wird dunkel, auch kein Problem. LED-Lichter oder Leuchtstoffröhre stehen natürlich auch zur Verfügung. Was ich auch cool finde, ist, dass der Laden auch viele Süßigkeiten und andere Lebensmittel hat. Snacks, Reisgewürz, gefriergetrocknete Suppen, Soßen für die beliebtesten Gerichten, Gewürze, Bratreismix und vieles, vieles mehr. Ihr könnt ja mal in Ruhe schauen, was hier so in den Regalen steht. Ach, Mabo Tofu, wie ich das liebe. Einfach gemacht und unglaublich köstlich. Und was ich nicht vergessen darf, ist Black Thunder. Je nach Black Thunder Art 100 Yen netto für 2 bis 4 Stück. Das wäre klar günstiger als woanders. Ich liebe es! Und wenn ich schon bei Daiso bin, muss ich auch natürlich einiges kaufen. Das geht nicht anders. So, jetzt habe ich einiges bei Daiso gekauft und die Produkte, die ich gekauft habe, werde ich auch natürlich vorstellen und auch später testen. Yes! Ja, das war die kurze Vorstellung vom Laden Daiso. Daiso ist eine wirklich nützliche Kette, die man braucht, wenn man günstig leben möchte. Und ja, die Kombination mit Daiso und IKEA ist auch sehr gut für den Start. Der Laden Daiso wird auch von vielen Studenten genutzt, die in Japan studieren. Ist auch ein perfekter Laden, wenn man günstig anfangen möchte. Vor allem strahlt Daiso auch mit dem Vielfalt von Angeboten, was ihr auch so im Video gesehen habt. Es gibt ja auch im Ausland einige Daiso-Läden, aber leider nichts in Deutschland. Ich hoffe mal, dass Daiso auch irgendwann schafft, nach Deutschland zu kommen. Meinetwegen nicht unbedingt 1-Euro-Shop, sondern auch 2-Euro-Shop. Das würde sich trotzdem noch lohnen. Danke, dass ihr auch bis zum Schluss geguckt habt und es werden noch weitere coole Sachen aus Japan auf dem Kanal vorgestellt. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Daumen hoch zu hinterlassen. Natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Mitgliedern und auch danke für euren Einkauf bei meinem Merch-Shop. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!